Ja, herzlich willkommen zu unserem mehrteiligen Testvideo zu Path of Exile. Der Diablo-Klon, der ist jetzt erschienen und wir haben das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt und es geht los mit den Klassen und den Kämpfen in Path of Exile. Stefan Weiß neben mir hier hat das Ganze ausführlich gespielt und wir berichten. Ja, ich habe jetzt alle 7 Klassen mal angespielt, auch teilweise ziemlich weit, und Path of Exile ist ein klassischer Diablo-Vertreter. Du läufst halt durch die Levels durch und haust eben alles weg, was dir in die Quere kommt. Es sind recht wuchtige Kämpfe dabei, Bosskämpfe sind dabei. Da ist ein bisschen mir aufgefallen, so was das Feedback angeht, gerade für die Nahkampfklassen wie den Marauder, da fehlt so ein bisschen so das Trefferfeedback. Du haust auch manchmal einfach ins Leere rein. Mhm. Ansonsten, ja, es ist eine recht schnörkellose Action. Sehr düster gehaltenes Szenario. Du spielst also quasi einen von mehreren Exilanten, also halt Leute, die ins Exil geschickt wurden. Ja, hier sehen wir die Herrschaften. Genau, es sind 7 Klassen inzwischen. Und ja, viel mehr erfährt man erstmal auch gar nicht über die einzelne Klasse, sondern man wird dann sofort ins Spiel reingeworfen. Sie haben ein sehr cooles Monster-Design drin. Da werden wir uns gleich auch ein paar Sachen anschauen können. Genau. Und es geht halt recht heftig zur Sache. Es gibt jede Menge Skills, da kommen wir dann im späteren Video und im Detail dazu, was es also erlaubt, den Charakter also sehr individuell zu gestalten. Und, was man eben auch sagen muss, das Ganze ist ja Free-to-Play, kostet schon mal gar nichts. Also man kann direkt loslegen? Ja. Und ja, bis maximal Level 100 spielen, ne? Ja, es ist also so, dass du 120 Talentpunkte freischalten kannst und das geht bis zum maximalen Level von 100, was den Charakter betrifft. Den Rest schaltest du über das Erfüllen von Quests aus. Ja. Ja, hier sehen wir zum Beispiel mal die Fernkämpferin im Einsatz. Und vor allem bei Tageslicht. Also ja, es ist nicht alles, zu erkennen, ne? Alles dunkel gehalten. Hier und da gibt es auch Tageslevel, die mir auch wirklich am besten gefallen. Erinnere mich streckenweise ein bisschen an Titan Quest. Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Auch so, was die Charaktermodelle angeht und die Details angeht. Das merkt man auch, wenn man ein bisschen reinzoomt, dass hier und da doch etwas mehr Polygone hätten sein dürfen. Ja. Aber in der nahen Sicht spielt man ja nicht. Ja. Das sieht jetzt definitiv nicht schlecht aus. Where will your journey end, Exile? Yeah.